Wenn ein Serienmörder zuschlägt, lassen sich meistens eindeutige Muster feststellen. Eine Frau liegt erdrosselt oder erstochen, halbnackt in einem Wald verscharrt. Es lassen sich Spuren sexueller Gewalt feststellen und der Täter geht nahezu immer mit extremer Brutalität vor. Serienmörderinnen hingegen töten ganz anders, meistens heimlich und verborgen. Ihre Opfer sind häufig Kinder oder Patienten bzw. ältere Menschen. Weibliche Serientäter greifen nur selten zu Messern. Viel eher töten sie mit Gift oder Medikamenten. Männliche Täter werden oftmals von ihren sexuellen Neigungen getrieben. Mit zunehmender Erfahrung werden sie unvorsichtiger und begehen Fehler. Demnach werden sie häufig nach einer Handvoll Morden gefasst. Serienmörderinnen hingegen töten lange Zeit völlig unbemerkt. Wenn sie überhaupt mal erwischt werden, haben sie bereits 15, 20 oder noch mehr Menschen getötet. Natürlich gibt es auch Einzelfälle, in denen Serienmörder einen für ihr Geschlecht untypischen Modus operandi an den Tag legen. Allerdings sind das eher Ausnahmen. Im heutigen Video besprechen wir 13 der schlimmsten Serienmörderinnen. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert für mehr ähnliche Videos. Beverly Gale Ellett ist 1968 in Nottingham geboren. Bereits in ihrer Jugend fiel sie auf, da sie sich Kindern gegenüber grausam und gewalttätig verhalten hat. Nachdem sie eine Ausbildung in der Krankenpflege absolviert, fängt sie in einem Krankenhaus in Grantham an. Ellett ist auf einer Kinderstation beschäftigt. Bereits kurz nach Beginn ihrer Tätigkeit steigt die Sterberate auf der Station erheblich an. 1991 verstirbt ein Neugeborenes und ein 11-jähriger Junge. Todesursächlich war jeweils ein Herzinfarkt. Dieser Umstand hat die Ärzte damals verzweifeln lassen, da Infarkte in dem Alter völlig untypisch sind. Doch niemand geht dem Verdacht nach. Ein paar Wochen danach weist ein anderes Kind schwerwiegende Symptome auf. Die Ärzte untersuchen das Kind und stellen eine Überdosis Insulin fest. Das Krankenhaus schaltet die Polizei ein. Als Ermittlungen ergeben, dass einige Seiten aus der Krankenakte des Kindes fehlen und die später in Ellets Zimmer entdeckt werden, wird die Anfang 20-Jährige verhaftet. Die darauffolgenden Ermittlungen ergeben, dass Ellett stets im Dienst war, als einige der Patienten starben oder unter unerklärlichen Symptomen litten. Exhumierungen ergeben, dass sie mindestens 4 Kinder mit einer Überdosis Insulin getötet hat. 1993 wird sie unter anderem wegen 4 Morden und 8 Mordversuchen zu 13 Mal lebenslanger Haft verurteilt. Laut den Sachverständigen hat Ellett unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom gelitten. Kurz erklärt, erzeugen Menschen mit dieser Erkrankung bei anderen Menschen, meistens Kindern, künstlich schwerwiegende Krankheiten. Beispielsweise, indem sie ihnen heimlich Medikamente verabreichen. Beverly Ellett soll sich seit ihrer Verurteilung in einer psychiatrischen Klinik in England befinden. Die heute 55-Jährige kann theoretisch ab diesem Jahr auf Bewährung entlassen werden. Amelia Elizabeth Dyer ist 1837 in Bristol zur Welt gekommen. Zunächst scheint ihr Leben in geraden Bahnen zu verlaufen. Sie heiratet und wird selbst Mutter 3 Kinder. Zur damaligen Zeit wurden Frauen, die gegen Moralvorstellungen verstoßen haben, von der Gesellschaft ausgestoßen. Wer ein uneheliches Kind zur Welt brachte, verlor oft seine Arbeitsstelle. Zudem wurden die Väter von der Pflicht befreit, sich um die Frau, geschweige denn um das Kind zu kümmern. Da zu einer Schwangerschaft für gewöhnlich 2 gehören, war das zugegeben wirklich unfair den Frauen gegenüber. Amelia erkannte in dem Umstand ein Geschäftsmodell. Wie viele andere Frauen auch, erklärt sie sich bereit, die unehelichen Kinder gegen eine Zahlung in ihre Obhut zu nehmen. Doch kurz nachdem die Kinder bei ihr sind, meldet Amelia sie als verstorben. Einem Arzt kommt das verdächtig vor. Gleich 4 Kinder sind innerhalb einer kurzen Zeitspanne verstorben. Amelia wird angeklagt. Da jedoch kaum Beweise für eine Tötung, geschweige denn für einen Mord vorliegen, erhält sie lediglich eine 6-monatige Zuchthausstrafe wegen Vernachlässigung. Von nun an beschließt Amelia, das Versterben der Kinder künftig niemandem mehr zu melden. Sie lässt die Kinder einfach verhungern und/oder vergiftet sie mit Opium. Als einige der Eltern sich nach dem Verbleib ihres Kindes erkundigen wollen, ist Amelia bereits ohne eine Spur zu hinterlassen in eine andere Stadt verzogen. Im März 1896 findet ein Fischer ein zugeschnürtes Paket in einer Themse in der Nähe von Woodley.
In dem Paket wird ein erdrosseltes Baby entdeckt. Tatsächlich lag in dem Karton auch ein Zettel mit einer Adresse, der die Ermittler direkt zu Amelia Dyer führt. Der Skandal sorgt damals für große Empörung in der Öffentlichkeit, da Amelia bereits verurteilt wurde und trotzdem weitermachen konnte. Im Prozess gesteht Amelia, unzählig viele Kinder getötet zu haben. Wie viele, wisse sie selbst nicht mehr. Nachgewiesen werden können ihr 6 Morde. Laut vorsichtigen Schätzungen beläuft sich die wahre Zahl ihrer Opfer auf mehr als 100. Noch im selben Jahr wird die damals 59-Jährige gehängt. Rhonda Bell Martin ist Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA geboren. Über ihre ersten Lebensjahrzehnte ist nicht sonderlich viel bekannt. Ende der 30er arbeitet sie als Kellnerin in Montgomery. Bis 1951 geht sie 5 Ehen ein, aus denen 5 Kinder hervorgehen. Nachdem ihr letzter Ehemann aufgrund einer unerklärlichen Krankheit querschnittsgelähmt ist, werden die Behörden aufmerksam. Anfang der 50er Jahre beginnen sie, gegen Rhonda zu ermitteln. Dabei stellt sich heraus, dass es in den vergangenen 15 Jahren zu diversen Todesfällen in ihrem näheren Umfeld gekommen ist. Nachdem die Ermittler einige der Leichen exhumieren, können sie immer wieder Spuren von Arsen nachweisen. Rhonda wird verhaftet. In den Vernehmungen gesteht sie, ihre Mutter, 2 Ehemänner und 3 ihrer Kinder getötet zu haben. Ihren Opfern hat sie das tödliche Arsen portionsweise ins Essen gemischt. Über ihr Motiv macht sie nie genaue Angaben. Es stellt sich jedoch heraus, dass Rhonda nach dem Ableben ihrer Kinder und Männer hohe Lebensversicherungen kassiert hat. Zudem hat es sie befriedigt, wenn sie nach einem Todesfall mit Beileidsbekundungen überhäuft wurde. Die Serie ihrer Taten ist ganze 15 Jahre lang niemandem aufgefallen. Nachdem sie zum Tode verurteilt wird, ist sie 1957 auf dem elektrischen Stuhl in Alabama hingerichtet worden. Die Ermittler haben Rhonda 2 weiterer Kindstötungen verdächtigt. Allerdings bestritt sie diese vehement. Die Kinder seien kurz nach der Geburt eines natürlichen Todes verstorben. Aufgrund der verstrichenen Zeit konnte nie geklärt werden, ob ihre Aussagen der Wahrheit entsprochen haben. Maria Katharina Swanenburg kommt 1839 in der niederländischen Arbeiterstadt Leiden zur Welt. In der rund 50.000 Einwohner kleinen Stadt wächst sie unter ärmlichen Verhältnissen auf. Obwohl ihr Vater 6 Tage die Woche von morgens bis abends arbeitet, gibt es kaum genug zu essen für die Familie. Maria schlägt sich als Erwachsene mit Hilfsjobs über die Runden. Durch ihre ausgeprägte Hilfsbereitschaft macht sie sich schon bald als gute Mia einen Namen in der ganzen Stadt. Nachdem sie heiratet, bringt sie 9 Kinder zur Welt. Doch 6 davon sterben innerhalb von nur 11 Jahren. Ab 1880 beginnt sie immer mehr zu trinken. Aus der scheinbar gutherzigen Frau wird eine eiskalte Mörderin. Immer wieder vergiftet sie Nachbarn, Freunde und Bekannte. Nicht einmal vor Kindern macht sie Halt. Das Mittel ihrer Wahl ist stets Arsen, damals oft in Form von Rattengift erhältlich. Mia entwickelt durch ihre Morde ein Geschäftsmodell. Sie lässt Versicherungen auf ihre Opfer abschließen, vergiftet sie anschließend und blickt dann der Auszahlung der Versicherungssumme entgegen. Währenddessen mimt sie weiterhin die betagte Dame, die jedem jederzeit hilfsbereit zur Seite steht. Bei ihren Opfern wacht sie sogar Tag und Nacht am Krankenbett. Mit zunehmend steigender Opferzahl rückt ihr finanzielles Motiv immer mehr in den Hintergrund. Von nun an gefällt es Mia zunehmend, über Leben und Tod zu entscheiden. Die Versicherungssummen hat sie oftmals gar nicht mehr angerührt. Nachdem sie fast eine ganze Familie ausgelöscht hat, überlebt der Vater wie durch ein Wunder. Als sein Arzt eine Arsenvergiftung nachweisen kann, wird Mia zunächst verhört und dann verhaftet. Bei Exhumierung einiger Opfer lassen sich hohe Mengen Arsen nachweisen. Im Prozess 1885 gesteht Mia 3 Morde. Die können ihr auch zweifelsfrei nachgewiesen werden. Dafür erhält sie eine lebenslange Haftstrafe. Die abschließenden Ermittlungen ergeben, dass Mia mindestens 27 Menschen getötet hat. Insgesamt wird sie mit bis zu 90 Mordfällen in Verbindung gebracht. 1915 verstirbt sie im Alter von 75 Jahren inhaftiert in Südholland. 2011 kommt es in der japanischen Stadt Amagasaki zu mysteriösen Vermisstenfällen. Die damals 63-jährige Miyoko Sumida wird in ihrer Penthouse-Wohnung von der Polizei aufgesucht und befragt.
Es gab Hinweise, dass einige Menschen aus ihrem näheren Umfeld auf unerklärliche Weise verschwunden sind. Als die Ermittler einen Durchsuchungsbefehl haben, durchsuchen sie das Anwesen von Miyoko. Dabei entdecken sie in Stahlfässern und in Decken gewickelt 6 Leichen, versteckt in und um das Haus. Miyoko wird zusammen mit einigen Verwandten verhaftet. Sie gesteht, dass allein sie für die Morde verantwortlich sei. Die Ermittlungen ergeben, dass sie zusammen mit Mitgliedern ihrer Familie Menschen aus ihrem Umfeld entführt, gequält und getötet hat. Als Motiv wird Habgier festgestellt. Meistens haben die Opfer kurz zuvor eine Lebensversicherung abgeschlossen. Nach intensiver Befragung machen die Ermittler 2 weitere Leichenfunde in der Stadt. Es wird zudem angenommen, dass Miyoko ihren damaligen Ehemann getötet hat. Kurz nach ihrer Verhaftung begeht Miyoko Selbstmord in ihrer Zelle. Neben ihr werden damals 6 Verwandte ihrer Großfamilie wegen Mordes und Beihilfe angeklagt. Die meisten erhalten lebenslange oder langjährige Haftstrafen. Von 2003 bis 2011 sollen sie gemeinschaftlich mindestens 6 Menschen systematisch getötet haben, um dessen Lebensversicherung zu kassieren. Medial bekannt wurde die Familie damals unter dem Namen Piranha-Familie. Magdalena Solis kommt 1947 in Mexiko zur Welt. Angeblich soll sie bereits als Kind für ihren Bruder, einem Zuhälter, als Prostituierte gearbeitet haben. Im Jahre 1963 tritt sie der Sekte der Hernandez-Brüder bei. In dessen Folge erleidet sie diverse psychische Probleme. Unter anderem entwickelt sie absolut perverse Fetische und leidet unter Wahnvorstellung. Zudem neigt sie zu Pädophilie. In den folgenden Jahren wächst die Sekte zunehmend an Mitgliedern. Sexuell ekelerregende Praktiken, darunter Sklaverei, Erniedrigung und Drogen, gehören zu den Ritualen der Sekte. Magdalena bringt es zu einer hohen Stellung. Nachdem 2 Sektenmitglieder, die sie über eine lange Zeit missbraucht hat, aussteigen wollen, tötet Magdalena sie zusammen mit der Sekte. Anschließend wird Magdalena immer brutaler und noch mehr von ihren Neigungen getrieben. Sie fordert menschliche Opfer, die gemeinschaftlich missbraucht und geschlachtet werden sollen. Anschließend trinken alle Sektenmitglieder das Blut der Opfer. Auf diese Weise sollen bis zu 15 Menschen getötet worden sein. Nachdem ein Junge ein Ritual beobachtet und ein Polizeibeamter nach einer Sichtkontrolle verschwindet, beginnen die Polizisten mit einer intensiven Ermittlungsarbeit. Magdalena wird zusammen mit anderen hochrangigen Mitgliedern verhaftet, als die Ermittler diverse Leichen in den von der Sekte genutzten Höhlen entdecken. Im Prozess können Magdalena nur 2 der Morde nachgewiesen werden, da die Sektenanhänger sich weigern, gegen ihre Priesterin auszusagen. Vermutet wird, dass Magdalena für 8 Morde verantwortlich ist und an mindestens 15 beteiligt war. Sie erhält eine 50-jährige Haftstrafe. Die meisten anderen Mitglieder werden zu 30 Jahren Haft verurteilt. Berücksichtigt wurden damals mildernde Umstände, da die meisten Sektenanhänger völlig verarmt waren. Ob die sogenannte Hohe Priesterin des Blutes noch lebt, ist unbekannt. Sie ist aber eine große Ausnahme unter den weiblichen Serientäterinnen, da sie hauptsächlich aus sexuellen Motiven heraus getötet hat. Dieses Motiv stellt man sonst nahezu ausschließlich bei männlichen Tätern fest. Jane Toppin kommt 1854 in Boston zur Welt. Nachdem ihre Mutter früh an Tuberkulose stirbt, wird sie adoptiert. Als Heranwachsende leidet sie unter massiven psychischen Problemen. Neben Nervenzusammenbrüchen versucht sie mehrfach, sich das Leben zu nehmen. Gründe dafür waren offenbar die schwierige Beziehung zu ihrer Pflegefamilie. Die sollen Jane wie eine Dienerin behandelt haben. Doch Jane wird scheinbar wieder stabil. Mit 26 beginnt sie in Cambridge eine Ausbildung als Krankenschwester. Unter Kollegen gilt sie als besonders fleißig und freundlich. Auffällig war jedoch, dass Jane großes Interesse an der Leichenhalle zeigte. Nachdem einige von ihr versorgte Patienten unter ungeklärten Umständen sterben, wird sie aus der Klinik entlassen. Angezeigt oder gemeldet werden die Fälle jedoch nicht. Anschließend ist sie in Neuengland bei verschiedenen Familien als private Krankenpflegerin tätig. Als alle 4 Mitglieder einer Familie nacheinander sterben, wird die Polizei aufmerksam. Eine Autopsie fördert ans Tageslicht, dass alle 4 mit einem Morphin-Atropin-Cocktail vergiftet und getötet worden sind. 1901 wird Jane verhaftet.
Parallel dazu exhumieren die Ermittler viele der damals im Krankenhaus unter ungeklärten Umständen verstorbenen Patienten. Dabei wird bei jedem Einzelnen derselbe Cocktail nachgewiesen. Im Prozess gesteht Jane mehr als 70 Morde. Ich habe mehr hilflose Menschen umgelegt als jeder andere Mann oder Frau. Zudem sagt sie, dass genau das ihr Ziel gewesen sei. Ziemlich sicher bestätigt sind 31 Morde. Wie viele sie wirklich begangen hat, bleibt unklar. Laut damaligen Zeitungsberichten soll Jane es genossen haben, Menschen leiden zu sehen. Allem Anschein nach hat sie sich auch sexuell an den Leichen vergangen. Jane Toppin wird für unzurechnungsfähig bzw. wahnsinnig erklärt und in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. Dort stirbt sie 1938 im Alter von 83 Jahren. 2006 kommt es vor dem Landesgericht Graz zum Prozess, in der die damals 33-jährige Gertraud Arzberger und ihr Freund Johannes Genser wegen Mordes angeklagt werden. Der Staatsanwalt wirft Arzberger vor, ihr erstes Kind, das im Jahre 2000 geboren worden sein soll, getötet zu haben. Da nie eine Leiche des Säuglings gefunden werden kann, wird diese Anklage fallen gelassen. Nichtsdestotrotz hat Arzberger in den darauffolgenden Jahren 4 gesunde Kinder zur Welt gebracht. Doch alle 4 hat sie kurz nach der Geburt getötet. Bei Kind Nummer 2 werden mildernde Umstände beachtet. Bei den 3 anderen Säuglingen gibt es kein Pardon mehr. Arzberger erhält die Höchststrafe, lebenslang wegen Mordes. Ihr Freund Johannes kam zunächst als freier Mann zum Prozess. Doch der Staatsanwalt wirft ihm eine erhebliche Mitschuld an den 3 Morden vor. Johannes Genser hingegen behauptet, weder von den Schwangerschaften noch von den Morden etwas mitbekommen zu haben. Das Gericht sieht das anders. Genser erhält 15 Jahre Haft wegen Beihilfe. Als vor Gericht die schockierenden Details ans Tageslicht kommen, zeigt Arzberger sich sehr emotional. 2 der Babys soll sie eingefroren und eines in einem Kübel einbetoniert haben. Während der Urteilsverkündung bleibt sie jedoch kalt und gefühllos. Die heute 50-Jährige scheint sich noch in einem Gefängnis in Österreich zu befinden. Ihr damaliger Lebensgefährte Johannes Genser dürfte inzwischen wieder auf freiem Fuß sein. Laut einigen Sachverständigen ist dem Landesgericht Graz damals ein grober Justizirrtum unterlaufen. Weltweit gibt es quasi keinen Fall eines Neonatizid, also die Tötung eines Neugeborenen, bei dem der Mann auch verurteilt wurde. Der Vorwurf, der Mann hätte die Schwangerschaften bemerken müssen, sei auf keinen Fall gerechtfertigt. So die Einschätzung vieler Sachverständigen. Amy Gilligan wird 1869 in den USA geboren. Mit 23 geht sie den Bund der Ehe ein und wird kurz darauf Mutter. Anschließend macht sie eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Schwester Amy war sowohl bei Patienten als auch bei Kollegen enorm beliebt. Um die Jahrhundertwende herum eröffnet sie in Connecticut gleich 2 Pflegeheime für ältere Patienten. 1910 stirbt ihr Ehemann überraschend. Als sie einige Jahre später eine zweite Ehe eingeht, stirbt auch der Ehemann genauso plötzlich. Ebenso kommt es in ihren Pflegeheimen zwischen 1911 und 1916 zu diversen unerklärlichen Todesfällen einiger Bewohner. Relativ schnell machen sich Gerüchte in der Stadt breit, dass die betagten Herrschaften von Schwester Amy zu Tode gepflegt wurden. Doch Amy hat in der ganzen Stadt einen guten Ruf. Regelmäßig unterstützt sie die Gemeinde mit beträchtlichen Spenden. Als die Polizei Wind von der Sache bekommt, schleusen sie einen Undercover-Ermittler in Amys Heim ein. Dabei werden immer mehr Beweise und Indizien entdeckt, die dafür sprechen, dass Amy etwas mit den Todesfällen der Bewohner zu tun hat. Die Ermittler exhumieren die Leichen der verstorbenen Patienten. Dabei lassen sich Spuren von Arsen in 6 Fällen nachweisen. Darunter ist auch Amys 2. Ehemann. Ermittlungen ergeben, dass große Mengen Schädlingsbekämpfungsmittel an Amys Heim geliefert wurden. Angeblich, um Bettwanzen loszuwerden. In Wirklichkeit hat Amy ihre Bewohner mit dem Gift getötet. 1917 wird sie angeklagt. Anfänglich wird sie des Mordes in 48 Fällen verdächtigt. Allerdings kommt es nur bei 6 zu einer Anklage. 5 davon werden wieder fallen gelassen. Demnach wird Amy nur in einem Fall wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Als Jahre später eine Geisteskrankheit bei ihr diagnostiziert wird, kommt sie in eine Psychiatrie. Dort verstirbt sie 1962 im Alter von 92 Jahren.
Ihr Motiv war damals Habgier, nachdem die Bewohner einen Pauschalbetrag bezahlen, um für den Rest ihres Lebens einen Platz im Heim gesichert zu haben, tötet Amy sie. Das Bett sollte schnellstmöglich für das nächste zahlende Opfer frei sein. Die Nummer 10 im heutigen Video ist im wahrsten Sinne des Wortes eine 10 von 10. Vera Renci kommt um ca. 1900 in Bukarest zur Welt. Ihre Mutter verstirbt, als sie 13 ist. Vera zieht anschließend mit ihrem Vater ins heutige Serbien. Nachdem sie in einem Internat aufwächst, gerät sie zunehmend auf die schiefe Bahn. Die attraktive Dame hat stets einen Haufen Männer um sich geschart. Bekannte beschreiben sie jedoch als extrem eifersüchtig. Mit Anfang 20 heiratet sie einen Banker aus Österreich und wird Mutter. Vera ist jedoch so eifersüchtig, dass sie ihrem Mann kaum noch vertrauen kann. Eines Abends vergiftet sie seinen Wein mit Arsen und tötet ihn. Bekannten erzählt sie, ihr Mann habe sie für eine andere Frau verlassen. Die zweite Ehe läuft exakt wie die erste ab. Zunächst ist alles gut, dann bekommt Vera Vertrauensprobleme und tötet ihren Mann. In den darauffolgenden Jahren heiratet sie nicht mehr, allerdings geht sie diverse Affären ein. Kurz nach Beginn der innigen Liebschaft verschwinden die Männer spurlos. Vera gibt als Grund die kühnsten Ausreden an. Nachdem eine verletzte Ehefrau Spitz bekommt, dass von ihrem Mann nach der Affäre jede Spur fehlt, wird die Polizei eingeschaltet. Die Ermittler tun sich zunächst jedoch schwer, die reiche und schöne Vera eines Kapitalverbrechens zu verdächtigen. Doch die Beweise werden immer eindringlicher. Als die Ermittler das Anwesen von Vera in Jugoslawien durchsuchen, können sie ihren Augen nicht trauen. Im Keller befindet sich ein unterirdischer Bunker mit unzähligen Räumen. Dort stehen 35 Särge. In jedem einzelnen liegt eine männliche Leiche. Vera gesteht, dass es sich um ihre Ehemänner und Liebhaber handelt. Sie habe alle mit Arsen vergiftet, nachdem sie vermutet hat, dass die Männer ihr fremdgehen würden. Weiter sagt sie aus, dass sie sich manchmal abends mit einem Glas Wein um all ihre Opfer gesetzt hat. Das habe sie zutiefst befriedigt. Vera Renci wird wegen 35 Morden zum Tode verurteilt, allerdings nie hingerichtet. Um 1960 ist sie eines natürlichen Todes gestorben. Remedios Sanchez kommt 1957 in Spanien zur Welt. Unter ärmlichen Verhältnissen wächst sie als jüngstes Kind von 11 Geschwistern auf. Mit 16 zieht sie nach Barcelona und ist fortan als Köchin tätig. Nachdem sie heiratet und Mutter von Zwillingen wird, scheint sie ihr zugegeben schweres Leben aus eigener Kraft gemeistert zu haben. Doch es kommt anders. Ihr Mann verlässt sie nach rund 20 Jahren Ehe. Und auch ihre Kinder gehen mit ihm. Remedios steht nun alleine da, mit gebrochenem Herzen und einem großen Minderwertigkeitskomplex. In der darauffolgenden Zeit fängt sie an zu spielen und geht zwanglose Liebschaften mit Männern ein. Doch auch die lassen sie wieder sitzen. Nachdem Remedios hohe Schulden angehäuft hat, erschleicht sie sich das Vertrauen älterer alleinstehender Damen, die sie bei ihrer Arbeit als Köchin kennenlernt. Oft besucht sie die Frauen und verbringt Zeit mit ihnen. Doch eines Tages erschlägt sie die Damen mit roher Gewalt oder erwürgt sie. Dann klaut sie dessen Geld und Schmuck und verschwindet. 5 der Opfer überleben die Attacke von Remedios, 3 kommen zu Tode. Die Taten ereignen sich alle 2006. Nachdem die überlebenden Frauen die Köchin identifizieren können, wird sie verhaftet und angeklagt. Im Prozess gesteht Remedios alle Taten. Remedios Sanchez wird zu 144 Jahren Haft verurteilt. Die heute 66-Jährige sitzt derzeit in einem Gefängnis in Spanien. Auch sie stellt eine Ausnahme dar, da sie im Gegensatz zu anderen Serientäterinnen nicht mit Gift, sondern mit roher Gewalt getötet hat. Zudem war ihr Motiv nicht nur Habgier, sondern auch der ausgeprägte Wunsch nach Dominanz. Anfänglich gingen die spanischen Ermittler deshalb von einem männlichen Täter aus. Marie Noe wird 1928 in Philadelphia geboren. Die Schule bricht sie damals früh ab und arbeitet fortan als Nanny. 1948 heiratet Marie. Gemeinsam mit ihrem Mann bekommt sie bis 1968 10 Kinder. Doch 8 der Kinder sterben kurz nach der Geburt unter ungeklärten Umständen. Niemand geht der Sache auf den Grund. Anfang der 60er veröffentlicht lediglich ein Magazin einen Artikel über die scheinbar vom Pech verfolgte Mutter.
Zu diesem Zeitpunkt sind bereits 6 ihrer Kinder verstorben. Lange Jahre passiert dann nichts. Das ändert sich im Jahr 1997. Eine Journalistin untersucht die damaligen Umstände und veröffentlicht einen neuen Artikel. Ganze 3 Jahrzehnte nach dem letzten Tod eines Kindes von Marie. Die Journalistin übergibt ihre Untersuchungsergebnisse dem Philadelphia Police Department mit der Bitte, sich den Fall genauer anzusehen. Als die Ermittler Marie befragen, gesteht sie tatsächlich, mindestens 4 ihrer Kinder erstickt zu haben. Warum die anderen 4 gestorben sind, wisse sie angeblich nicht mehr. Im Prozess kommen weitere Details ans Tageslicht. Marie Noe wird wegen Mordes 2. Grades an ihren 8 Kindern angeklagt und für schuldig befunden. Eine umfangreiche psychiatrische Untersuchung ergibt, dass Marie unter einer gemischten Persönlichkeitsstörung leidet. Darunter seien narzisstische und paranoide Merkmale vertreten. Skurrilerweise wird Marie Noe zu 20 Jahren auf Bewährung verurteilt, von denen sie lediglich 5 Jahre in einer Art Arrest absitzen muss. Im Jahr 2016 verstirbt sie mit 87 in Philadelphia. Ohne die investigative Arbeit der Journalistin wären die 8 Morde an den unschuldigen Kindern niemals aufgeklärt worden. Irina Gaidamatschuk wird 1972 in der Sowjetunion geboren. Schon in jungen Jahren wird sie alkoholabhängig. In den 90ern lernt sie ihren späteren Mann kennen. Auch er macht sich große Sorgen. Er versteckt sogar das Geld vor seiner Frau, da die sonst jeden Pfennig für Wodka ausgeben würde. Ab 2002 beginnt Irina, ältere Frauen zu töten. Sie gibt sich als Sozialarbeiterin aus und betritt die Wohnung ihrer Opfer. Dann schlägt sie mit einer Axt oder einem Hammer zu. Sie klaut alle Habseligkeiten und verlässt den blutüberströmten Tatort. Hin und wieder steckt sie die Häuser auch in Brand. Dann kauft sie von der Beute Alkohol. Die Ermittler erkennen sofort, dass die einzelnen Taten miteinander in Verbindung stehen. Allerdings schreiten die Ermittlungen nur schleppend voran. 2010 gelingt einem Opfer die Flucht. Erst nach ihrer Aussage fahnden die Behörden nach einem weiblichen Serienmörder. Nachdem Irina zusätzlich von Nachbarn erkannt wird, kommt sie in U-Haft und 2012 vors Gericht. Zwar stellt man bei ihr psychische Probleme fest, allerdings war sie durchaus zurechnungsfähig. Irina Gaidamatschuk wird wegen 17 Morden, die sie auch gestanden hat, zu 20 Jahren Haft verurteilt, was der damaligen Höchststrafe für Frauen entsprach. Der sogenannte Satan im Rock ist heute 51 und sitzt scheinbar noch in einem Gefängnis in Russland. Das könnte sich aber bald ändern, da sie ihre Strafe theoretisch abgesessen hat. Das waren 13 der schlimmsten Serienmörderinnen der Welt. Danke auch für euren anhaltenden Support. Nach unseren letzten Videos sind einige Abonnenten dazugekommen. Unser Kanal wächst schneller, als wir selbst erwartet hätten. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert für mehr ähnliche Videos.